Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video der 7 Deadly Sins Grand Cross. Endlich wieder aus alter gewohnter Umgebung. Ich habe endlich wieder meine zwei PC-Bildschirme am Start. Wir haben heute ein kleines Update vom 7 Deadly Sins Grand Cross YouTube-Server erhalten. Also die haben hier released, dass uns Assault Mode Berserk Meliodas jetzt demnächst erwartet. Ich denke mal, das heißt, er wird am Dienstag garantiert kommen. Vorweg, wenn ihr meinen Kanal immer noch nicht abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und falls ihr Hilfe im Spiel braucht und sowas, Link unten zu meinem Discord ist in der Videobeschreibung. Joint da gerne rein, die Leute beantworten euch alle möglichen Fragen, wenn ihr Fragen habt. Und da würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal kurz an. Ja, haben sich relativ kurz gehalten, aber ich kann vorneweg sagen, wir bekommen, hier unten im Text steht es, 10 Tickets vom Holy Festival Draw Event, einmal gratis. Das heißt, wir bekommen hier ein Multi von Matt Marble geschenkt im Assault Mode Meliodas Banner. Und ansonsten können wir uns ja mal anschauen, wie denn das Update kommen könnte, wenn es denn gleich bleibt, wie es in JP war. Dort war es ja ein Neujahrs-Event, wenn ich mich nicht irre. Und ja, vorneweg das Wichtigste, und zwar, wir haben jetzt dieses Wochenende wieder 50% reduzierte Ausdauer in Fort Solvis, und die solltet ihr auf jeden Fall nutzen. Denn ja, wir haben nämlich natürlich noch das Ausrüstungsziehen, was jetzt nur noch wahrscheinlich bis Dienstag läuft. Das heißt, wir können hier noch mal ein ganzes Wochenende Gold farmen und das Ganze dann hier im Ausrüstungsziehen verwenden. Und da würde ich euch raten, das auf jeden Fall zu machen, denn es lohnt sich, und wir wissen nicht, wann das nächste Mal ein Ausrüstungsziehen-Event ist. Sehr wahrscheinlich erst wieder in einem halben Jahr. Das heißt, das solltet ihr auf jeden Fall nutzen, und da würde ich sagen, schauen wir uns mal die Update-Notizen an. Und zwar haben wir die hier. Hier sehen wir, Assault Mode Meliodas kam auf JP am 30. Dezember, und das Ganze sah bei denen wie folgt aus. Sie haben hier Kapitel 16.5 bekommen, das heißt, wir haben hier wieder 30 Gems, die wir bekommen, weil wir Kapitel 15 dann komplett abgeschlossen haben. Und haben wir nicht schon 16.5? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall können wir uns hier wieder dann über ein bisschen Story freuen, hoffe ich. Ich hoffe, dass sie hier eine neue Story mit reinbringen, wenn er kommt. Dann haben wir natürlich hier Assault Mode Meliodas, dessen Fähigkeiten wir jetzt schon mehrfach besprochen haben. Und dann haben wir natürlich hier seinen Banner, der Holy War Festival Banner, also Heiliger Krieg Festival Banner. Und ja, es ist halt ein Banner, wo nur er als Festival Unit drin ist. Und das gibt mir natürlich die Hoffnung, dass sie jetzt demnächst mehr von diesen Holy War Festival Bannern machen und dort immer wieder neue Dämonen zum Beispiel reinkommen, wie zum Beispiel Chandler, Cusack oder andere starke Dämonen, Festival Zeldris, Festival Estarossa, Festival Gala, was auch immer sie dort bringen, und diese Charaktere natürlich dann Assault Mode Meliodas unterstützen und ihn wieder zu einem immens viel stärkeren Charakter machen könnten. Dann haben wir hier natürlich die Bannerkosten, ist ganz normal, wenn man hier für Single zieht, entweder mit einem Ticket oder drei Diamanten bekommt man nur einen Pull, macht man das in einem 10er Pull, bekommt man 11, ist nichts Neues. Dann haben wir hier natürlich den Banner, wo wir hier die ganzen Commandments drin haben, die Erzengel, Belion und Elate, und natürlich Assault Mode Meliodas und hier die drei New Legends Charaktere, die man braucht, wenn man bei den Todesmatches beim Spawnen garantiert einen roten, einen grauen oder Haulex haben will. Das heißt, ja, ich glaube, ich habe hier nur Elisabeth und Jericho und Meliodas fehlen mir. Oder es glaube ich, fehlt mir nur der grüne Meliodas, der grüne Dämon Meliodas. Auf jeden Fall, ich werde wahrscheinlich maximal eine Rotation machen. Eventuell werde ich schon vorher aufhören, wenn ich relativ am Anfang einmal Assault Mode Meliodas ziehe, und werde mir dann die weiteren Diamanten sparen für die Festival Merlin. Natürlich hätte ich hier auch gerne Ludusiel, also im Idealfall ziehe ich Ludusiel und kurz danach Assault Mode Meliodas. Ein bisschen träumen darf man natürlich immer. Dann haben wir hier seine Kostüme, die natürlich kommen. Jedes Kostüm kostet wie immer 26,99 €. Ja, ist relativ teuer dafür, dass man ihn zurzeit eigentlich nur im Unget-PvP sehr gut benutzen kann, denn im PvP geht er durch den Damage von The One auf jeden Fall unter, weil man keine richtige Unit hat, die ihn beschützen kann, bis auf der blaue Droll. Und da man kein Gopher hat, hat man natürlich auch nicht jede Runde das Verspotten von Droll. Das heißt, man muss eigentlich nur so lange warten, bis einmal das Verspotten von Droll nicht auf die Hand wandert, erst dann nicht einsetzen kann, und dann kann man Melascula und Assault Mode Meliodas in einer Runde locker weghauen. Das Ganze sieht im Unget PvP, dort ist der Damage nicht so hoch, wieder anders aus. Dort ist dieses Team auf jeden Fall meta-relevant, dort kann man ihn auf jeden Fall spielen. Das heißt, wenn ihr Assault Mode Meliodas spielen wollt, würde ich euch raten, macht es im Unget PvP, dort werdet ihr auf jeden Fall mehr Glück haben mit ihm. Dann haben wir hier ein Sale-Event, wo hier die UR-Kostüme von 30 auf 20 Diamanten runtergesetzt sind. Dann haben wir hier die New Year
Kostümsets, diese braucht man, um sozusagen den roten, grauen und Haulex garantiert zu spawnen. Das heißt, wenn ich alle Charaktere habe, werde ich wahrscheinlich mir hier diese Kostüme auch noch kaufen, damit ich auch mal, wenn ich es nötig habe, auch gezielt Dämonen farmen kann. Dann haben wir hier ein Kostümset, was zurückkommt. Ja, die meisten haben das hier von Escanor schon, das Pimp-Scanor-Kostüm, wie es gerne genannt wird. Dann haben wir hier ein Kostüm für Seldris, eins für Fraudrin. Okay, ja, ist in Ordnung. Aber die einzigen beiden interessanten Kostüme ist hier, finde ich, das von Melasco, der sieht ganz nice aus. Und das von der Rieri finde ich tatsächlich am besten. Ich finde, dieser, ja, Schneetiger-Look steht ihr. Dann bekommen wir hier das Black Flame Battle Uniform, bekommen wir zurück. Ich glaube, die gibt es schon, ja. Dann hier das Teil 2, wo man für Escanor das Kostüm auch bekommt, aber nicht für The One. Also nicht glauben, ihr könnt hier dieses Kostüm kaufen und es The One anziehen. The One und Escanor sind zwei verschiedene Charaktere in dem Sinne, so wie es bei jedem Festival-Charakter ist. Dann haben wir hier ein ziemlich interessantes New Year Lucky Backpack. Ich denke mal, das werden sie auch bringen, natürlich ohne Neujahr, ohne das Pack Neujahr zu nennen, denn ja, Silvester ist schon seit 3 Monaten vorbei. Und das Interessante hier dran ist, und zwar kann man hier leider nur zufällig einen dieser drei Helden rausziehen, das heißt einmal Holy Knight Dian, Nobles Easton und Holy Knight Gopher. Und ich habe meinen grünen Gopher ja nur auf 1,6, aber 26,99 € für 33% Chance auf den grünen Gopher ist mir dann doch etwas zu teuer. Das heißt, ja, das solltet ihr eigentlich nicht machen. Klar, es triggert einen, mich triggert es auch, aber das Geld solltet ihr euch lieber sparen. Ihr solltet euer Geld generell nicht in Spiele reinstecken, denn am Ende des Tages ist das Geld einfach nur verschwendet. Dann haben wir hier ja noch ein Bundle, das kostet dann die 43,99 €, wenn ich mich nicht irre. Dieses Bundle lohnt sich meiner Meinung nach auch nicht. Dann haben wir hier ein HP Dev Full Set Pack. Ja, mit dem Ausrüstungsziehen und den ganzen Erweckungssteinen, die man zurzeit farmen konnte, lohnt sich dieses Pack für 89,99 € auf keinen Fall. Also kauft dieses Pack hier bloß nicht. Das Ganze haben wir natürlich nochmal als Attack Dev Set, auch nochmal für 89,99 €. Dieses Pack lohnt sich natürlich genauso nicht. Dann haben wir natürlich die ganz normalen Diamond Bundles, die meiner Meinung nach immer zu teuer sind. Hier bekommt man gerade mal 102 plus, ja, ungefähr an die 200 Gems, also 300 Gems für 89,99 €. Da ist man auf jeden Fall mit 2 Monatspaketen besser bedient. Die kosten nur 54 € knapp und man hat dann am Schluss nach 2 Monaten halt, oder 8 Wochen besser gesagt, hat man da 340 Diamanten. Deswegen, solche Packs würde ich nie empfehlen. Das heißt, wenn ihr Geld fürs Spiel ausgibt, was ich euch auch nicht rate, denn wie gesagt, das Geld ist am Schluss, am Ende des Tages einfach nur, ja, verschenkt, weil ihr habt in Wirklichkeit nichts Greifbares davon und da habt ihr auf jeden Fall mehr davon. Das heißt, wenn ihr Geld ausgeben wollt und ihr unbedingt das Bedürfnis habt, in dieses Spiel Geld reinzustecken, dann holt euch auf jeden Fall eher das Wochen- und Monatspaket. Dort bekommt ihr am meisten für euer Geld. Dann bekommen wir natürlich wieder ein Special Event. Dort können wir uns einige Sachen erfahren. Ist wie immer ganz nice. Dann haben wir unsere Special Missions. Das heißt, diese 5 Missionen müssen wir erfüllen, um hier sozusagen einmal den gratis Multi zu bekommen. Wie immer sind diese Missionen nicht gerade sehr schwer. Man kann sie aber frühestens an Tag 3 kann man sich diesen einen Multi hier sichern, denn ja, man muss sich halt 3 Tage einloggen. Das heißt, wenn es so wie bei The One und bei anderen Festival Units ist, solltet ihr darauf achten, dann ist dieses Update wahrscheinlich wieder in der Nacht, sozusagen das gegen, weiß nicht, 4.30 Uhr oder sowas, das Update endet. 4.30 Uhr plus das, was sie halt an Zeit draufschlagen, wie es nun mal manchmal ist. Und wenn das Update um 4.30 Uhr endet, solltet ihr auf jeden Fall achten, dass ihr euch zwischen 4.30 Uhr und 8 Uhr einmal einloggt, damit ihr hier diesen Bonus sozusagen einen Tag früher bekommt, weil dann habt ihr sozusagen euch Montag eingeloggt, Dienstag eingeloggt und könnt Mittwoch hier schon die 10 Multis bekommen. Das ist immer ganz praktisch. Also darauf solltet ihr auf jeden Fall achten, wenn das Update planmäßig wieder früher kommt, so wie es bei The One auch war. Solltet ihr vor 8 Uhr online gehen, dann habt ihr euch den Multi einen Tag früher gesichert. Selbst wenn nicht, ist es halt einen Tag später. Ist ja auch nicht so schlimm. Dann haben wir hier ein Hawks New Year Luck Card Event. Das kennen wir schon, hatten wir schon einmal mit Hawk. Hier sehen die Karten ein bisschen anders aus. Also könnte ich mir vorstellen, dass sie das hier auch bringen. Hier können wir dann wieder, indem wir einfach unsere täglichen Sachen machen, davon bekommen wir meistens hier genügend von diesen Tickets, können dann sozusagen alle 10 Stufen hier einmal durchziehen und uns wieder ein paar Belohnungen sichern. Dann haben wir jedes Mal, wenn wir anscheinend eins dieser Felder hier beendet haben, ein Special Reward, wo wir dann auswählen können, was wir von den 2 Dingen haben können. Und ja, sind wieder ein paar nice Sachen. Wir kriegen ein paar Super Awakening Coins, ein paar Ambosse, ein paar Diamanten, ein paar 2 SSR-Ticket, ein paar 1 SSR-Ticket. Nimmt man auf jeden Fall gerne mit, dafür, dass man dafür fast nichts tun muss. Dann haben wir wieder ein Diamond Spend Event, das heißt, die Leute, die hier in den Assault Mode Meliodas Banner reingehen, eine ganze Rotation machen, die bekommen hier den Haufen an Belohnungen, das heißt 30 Cosmetic Upgrade Materialien von jedem Dämon, dann 3 Super Awakening Coins, 2
Anhänger, 200 Amboss, 10 Hammer von Weisel, 10 Ausrüstungsgravursteine, 5 Super Awakening Coins und einmal dieses volles Erwecken Token. Damit könnt ihr den Charakter von 0 auf 6 Sterne bringen, ohne dass ihr dafür Materialien ausgeben müsst. Dann haben sie hier einen Costume Shop Sale Event. Das heißt, hier sagen sie, dass sie tatsächlich, glaube ich, alle Kostüme von 30 auf 20 Diamanten reduzieren werden. Das heißt, wenn ihr sowieso nicht für Assault Mode Meliodas geht oder genug Diamanten habt, ist jetzt die Zeit gekommen, euch eure Cosmetics zu holen für die Charaktere, die ihr in PvP spielt, und könnt sie euch hier sozusagen für 10 Diamanten günstiger holen. Das lohnt sich auf jeden Fall, gerade wenn man überlegt, dass man normalerweise 90 Diamanten für ein komplettes Kostüm ausgeben muss, also für das Kopfteil, für das Outfit generell und für die Waffe. Hier bekommt man das Ganze für 60, lohnt sich also auf jeden Fall. Dann haben wir natürlich hier die Dörfershops um 33% reduziert. Okay, ja, es haut mich jetzt nicht so vom Socken. Daily Mission Reward Up Event, das heißt, wir bekommen wieder mehr Diamanten von diesem Event. Hier steht es zum Beispiel, normal bekommen wir 2 Diamanten für Todesmatches, die wir am Montag und am Dienstag erledigt haben. Wird zum Beispiel hier auf 3 Diamanten erhöht, das heißt, wir haben hier mindestens immer einen Diamanten, den wir pro Tag extra bekommen. Eventuell werden die normalen Diamanten täglichen Quests, also das einmal normal PvP-Match erledigen und einmal freie Stufen, auch noch um 1 erhöht. Dann haben wir hier wieder das ganz normale tägliche Aufgaben-Verdopplungsevent. Wäre ziemlich nice, damit bekommt man nämlich einiges an Diamanten zusammen. Dann haben wir hier Special Boss Battle Returns Event. Okay, kennen wir schon. Den Dude habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, glaube ich. Das heißt, eventuell erwartet uns hier ein neues Special Boss Battle Event mit diesem Dude hier, den ich tatsächlich auch noch nie gesehen habe. Wenn wir den schon mal hatten, könnt ihr mir mal unten in die Kommentare schreiben. Ich glaube, wir hatten den noch nicht, weil ich kenne den nicht. Das Ganze natürlich wie immer, man kann 4 Charaktere benutzen. Alle 4 Charaktere stehen natürlich auf dem Feld und jeden dieser Bosse kann man 5-mal am Tag legen und dann kann man sich hier die Missionen freischalten. Hier gibt es nämlich auch immer ein paar Belohnungen und dann gibt es natürlich meistens noch einen Shop, den man dann leer kaufen kann. Hier sehen wir es nämlich wieder. Hier haben wir Kimaras Schäkel und Maleks Horn. Ich glaube, bei uns sind das hier Flügel bei Kimara, oder? Weiß nicht, aber ich glaube, bei uns ist es Flügel und nicht die Schäkel hier. Und das hier sind die Belohnungen, die wir bekommen für die Anzahl, wie oft wir die gelegt haben. Bei 20 Mal legen bekommen wir hier alle Belohnungen. Das heißt, das solltet ihr auf jeden Fall anstreben, das Ganze hier 20 Mal zu machen. Selbst wenn ihr nicht auf der schwersten Stufe schafft, selbst auf der leichtesten Stufe zählt das als einmal erledigt. Ja, hier haben wir nochmal, dass uns die Kostüme, dass sie hier günstiger werden. Ich weiß nicht, wie oft sie das jetzt noch reinbringen wollten. Dann haben wir natürlich den Exchange Shop, wo wir uns dann wieder Sachen rauskaufen können. Dann sehen wir hier, was wir alles kaufen können. Haben wir auf jeden Fall wieder ein Kostüm für Ludusiel dabei. Das heißt, der Dude hier oben mit dem Monokel soll wahrscheinlich Ludusiel sein. Ja, tatsächlich. Denke mal schon. Aber so richtig erkennen tue ich ihn jetzt da drauf. Ehrlich gesagt nicht. Für mich sieht er ein bisschen anders aus normal. Aber ja, ist wahrscheinlich einfach nur drauf wegen dem Kostüm. Das heißt, uns erwartet hier wahrscheinlich dann leider doch kein neuer Boss. Sehen hier, dass wir hier wieder uns ordentlich Sachen rauskaufen können. Vor allem Super Awakening Coins, insgesamt 8 Stück. Nimmt man natürlich mit. Hammer kriegt man meistens nur 5 leider. Und ja, Cosmetics kann man sich hier auch wieder anscheinend 30 von jedem rauskaufen. Hier 30 hier, 30 da und 2x 15. Das heißt ja, wir bekommen einiges von Cosmetic Upgrade Materialien. Wahrscheinlich mit dem Event. Es könnte natürlich auch sein, dass sie das Event hier komplett abändern und wir ein komplett anderes Update bekommen. Aber ich denke mal, so viel Mühe macht sich da global nicht. Ich denke mal, die schreiben das alles nur ein bisschen um, dass es sozusagen nicht mehr das Neujahrs-Event ist, sondern irgendein anderes Event, das Hold Mode Meliodas Event oder sowas. Und dann scheinen wir hier wieder sowas wie eine Art von Gewinnspiel zu haben. Was man machen muss, steht einmal hier. Dort können anscheinend 20 Leute 1000 Gems gewinnen, 50 Leute 500, 100 Leute 300. Das heißt, ja, da macht man auf jeden Fall mit, hofft, dass man hier eventuell ein paar Gems rausbekommt, selbst wenn es am Schluss nur 10 sind oder selbst wenn es nur einer ist. Ein Gem mehr oder weniger, man nimmt ihn mit. Dann haben wir hier wieder ein bisschen Battle Events. Da listen sie sogar hier auf, was man bei welcher Stufe, wie viele Ausdauertränke man bekommt. Klar, die Mission sollte man immer erledigen, denn ja, es ist jede Woche ein neues Battle Event. Man bekommt immer mindestens 2 Diamanten dadurch. Die nimmt man eigentlich immer mit. Dann haben wir ein paar Balance Changes. Das heißt, hier Elite Dämon Garland wird ein bisschen stärker, Melaskula wird ein bisschen stärker, Gloxinia wird ein bisschen stärker und Monspeed wird ein bisschen stärker. Und ja, dann war es das, glaube ich, auch schon mit dem Update. Ja, ist ein ziemlich interessantes Update. Wir haben wieder viele Free-to-Play-Belohnungen, die wir uns hier rausfarmen können. Auf ganz leichter Basis. Freue mich auf jeden Fall drauf. Hoffe, sie bringen das Update in ähnlichen Formen wie in JP, dass wir hier wirklich auch so viele Belohnungen rausbekommen können, wie es in Japan war. Dann würde ich sagen, freue ich mich auf jeden Fall auf Dienstag. Ich bin ab jetzt wieder zu Hause, das heißt, ab Dienstag sind auch wieder Livestreams da. Ich wollte ja eigentlich jeden Dienstag einen Livestream machen, jetzt war ich auf Lehrgang, da ist es jetzt 3 Wochen lang ausgefallen. Und da würde ich sagen, sollte es von mir gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Und vergesst nicht, lasst mir bitte ein Abo da, damit macht
macht ihr mir eine Riesenfreude, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.